Amazon hat etwa 3 Millionen Bücher aufliegen, wenn ich mich recht orientiert habe. Und jetzt spricht ein Mann zu uns, der es in der deutschen Gesamt-Bestsellerliste auf Platz 8 gebracht hat, in der Spiegel-Bestsellerliste dieses Jahr 2017 auf Platz 1. Ja. Und dieser Mann wurde zum Warnrufer. Er hat schon 2007 vor der ganzen Bankenkrise gewarnt, hat rechtzeitig gewarnt oder angezeigt mit der ganzen Lehman Brothers Krise, was da alles war, der ganze Zusammenbruch. Aber wie es halt so im Leben ist, manchmal ruft einer und niemand hört so richtig. Wir reden hier von Thorsten Schulte, im Internet bekannt als Silberjunge. Hier ist ein Steckbrief. Thorsten Schulte. Thorsten Schulte, geboren 1973, war von 1999 bis Mitte 2008 im Investmentbanking tätig, darunter bei der Deutschen Zentralgenossenschaftsbank und zuletzt im Handelsraum der Deutschen Bank in Frankfurt. Gold und Silber verteidigen für ihn unsere finanzielle Freiheit. Als Vorsitzender des Vereins Pro Bargeld, Pro Freiheit e.V. kämpft er leidenschaftlich für den Erhalt des Bargeldes und somit den Erhalt von Freiheit und Unabhängigkeit. Zunehmend finanzielle Repressionen, erkannte Gefährdungen unserer Meinungsfreiheit, aber auch schlimme persönliche Erfahrungen im Investmentbanking machten für Thorsten Schulte die öffentliche Aufklärung und den Widerstand zur Pflicht. Durch unterschiedlichste Aktionen und Werke wurde er zunehmend zum Warnrufer, Bestsellerautor und Verteidiger der Volksinteressen. Im ZDF-Heute-Journal sprach er zur Schließung des Goldfensters und noch im April 2017 auf der Bühne der ARD auf der Anlegermesse Invest in Stuttgart über den Rohstoffmarkt. Schulte will für wichtige Zeitfragen Augen öffnen und startete 2017 eine YouTube-Reihe. Sein Video Merkels Rechtsbruch erzielte binnen kurzer Zeit über 1,2 Millionen Aufrufe. Der bekannte Bestsellerautor, Kapitalmarkt- und Konjunkturexperte Thorsten Schulte spricht heute zu Ihnen zum Thema gefährlicher Kontrollverlust. Weitere Infos www.silberjunge.de. Danke. Ja. Dankeschön. Wir haben Thorsten Schulte, herzlich willkommen. Wir haben jetzt vorher gehört, die genannten Korrekturversuche fanden nicht das nötige Gehör. Unser Wunsch heute, wollen wir Gehör geben, schenken. Sie reden von gefährlichem Kontrollverlust. Uns interessiert natürlich, welche Kontrolle ging wo verloren. Okay, gut. Welche Kontrolle ging wo verloren? Kann die wieder gewonnen werden? Wer hat sie gestohlen? Viele Fragen, Sie brauchen die nicht jetzt nach meiner Schablone zu beantworten, aber wir sind sehr gespannt auf Ihren Beitrag. Viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich muss an der Stelle mal sagen, alleine, wenn Sie das sehen könnten von der Bühne aus, welchen Anblick Sie mir hier bieten, das ist schon sagenumwoben. Ich habe also mal auf der Edelmetallmesse 2014 volles Haus gehabt, so rund 1.500 Menschen. Und man hat mir gesagt, dass heute so schätzungsweise 3.000 Menschen hier versammelt sind. Und es tut gut, so viele Menschen zu sehen, weil man fühlt sich da nicht einsam. Und bei vielen Dingen, Und deshalb auch an den Veranstalter ein großes Dankeschön, was Sie hier machen. Das ist großartig. Sie führen viele Menschen zusammen, die sicherlich nicht alle einer Meinung sind. Und Sie werden heute bei dem einen oder anderen Punkt vielleicht auch sich räuspern und mit dem Kopf schütteln. Aber schauen Sie, es hat mal jemand, der eine Dystopie geschrieben hat, die heute in den deutschen Schulen immer mehr in Vergessenheit gerät, weil sie nicht mehr auf den Lehrplänen steht oder immer mehr verschwindet. Mein Patenkind hat jetzt das Abitur gemacht und kennt nicht mehr das Buch 1984. Sie alle, ich bin ganz sicher, dass alle hier in diesem Raum das Buch von 1984 kennen.
Und dieses Buch, das ist heute eigentlich dringender denn je, an den Schulen zu unterrichten, weil die Gefahren für unsere Freiheit sind größer denn je, meine Damen und Herren. Und das hat damit etwas zu tun, dass unser System immer weniger die Wahrheit verträgt. Und ich möchte hier heute über meine Erfahrungen sprechen in diesem Jahr mit den Videos und mit dem Buch, um zu sensibilisieren und um auch den Menschen deutlich zu machen, die noch immer glauben an das, was sie hier sehen können. Ich muss mal hier eben, wo komme ich hier weiter, den ersten Slide aufrufen. Die Menschen, die noch immer glauben, dass ARD und ZDF in Deutschland die glaubwürdigsten Medien sind, dass diese Menschen aufwachen. Ich habe mein Erweckungserlebnis gehabt und ich bin sensibilisiert worden bereits Ende der 90er Jahre, als ich bei einer großen deutschen Bank einmal als Depot-A-Manager eine ganze Woche verbrachte und ich habe dort mit dem Leiter des neuen Marktes dieser Bank, die damals führend war bei der Emission von neuen Markttiteln, reden können. Und dann sagte ich zu dem, du, ich habe vor 3 Monaten die und die Aktie erworben und was hältst du davon? Und dann sagt er zu mir, bist du denn verrückt, die hast du noch, die habe ich gleich in der ersten Woche verkauft. Ich kenne das Unternehmen, kenne den Vorstand, Finger weg davon. Und da begann ich als junger Mann, in meiner Heimat sagt man als junger, als Jaus damals, begann ich sehr, sehr kritisch zu werden. Und schauen Sie, es sind jetzt 10 Jahre vergangen, im November 2007. Ich hoffe, ich vermittle nicht den Eindruck auf Sie, als ob hier ein Weichei vor Ihnen stehen würde. Und Sie haben ja in der Anmoderation bereits gezeigt, wo ich zum Schluss tätig war. Dennoch muss ich aufgrund der Wohlverhaltenspflicht und der Verschwiegenheitspflicht gegenüber meinem letzten Arbeitgeber jeden Zusammenhang zwischen dem, was ich jetzt sage, und dem Arbeitgeber verneinen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das tue ich hiermit ausdrücklich. Aber ich hatte vor genau 10 Jahren, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Depression. Eine Depression. Wochenlang. Und habe dann nach 4 Wochen Psychopharmaka abgesetzt und habe dann durch Joggen und viel Sport es geschafft, mich daraus zu arbeiten. Und ich habe es mir zu einer Lebensaufgabe gemacht, den Silberjungen, was auch nicht immer einfach ist, und der Silberjunge hat auch nicht immer recht, der hat auch keine Glaskugel, den Silberjungen zu gründen und für das zu kämpfen, was für mich wichtig ist. Und ich hoffe, dass vieles von dem, was ich heute sage, auch für Sie wichtig sein wird. Und dazu gehört eben auch die Aussage Freiheit. Freiheit ist das Recht, dem anderen das zu sagen, was er nicht hören will, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dieser Ausspruch stammt von demjenigen, der das Buch 1984 geschrieben hat, von keinem anderen als von George Orwell. Und der hat durchaus viel Richtiges und Wichtiges zum Besten gegeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte heute nicht nur mit Ihnen über meine Erfahrung sprechen, das tue ich gleich, sondern ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, wie unsere Freiheit bedroht ist. Wir werden aufs Bargeld eingehen, ein wichtiges Thema. Ich kenne jemanden, der heute auch nochmals über das Bargeld sprechen wird, aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Und auch das schon mal vorausgeschickt, viele meiner Freundinnen und Freunde konnten nicht verstehen, wie ich viel Lebenszeit und Energie im letzten Jahr in 2 Kundgebungen für das Bargeld in Frankfurt mit Professor Max Otte, mit Professor Stabatti, mit Gottfried Teller, dem ehemaligen Partner der Börsenlegende André Costolani und anderen, warum ich so viel Energie da reingesteckt habe. Und sie sagten, mein Gott, dann sollen sie das Bargeld doch in den nächsten Jahren verbieten oder schleichend einfach sterben lassen, das ist mir egal, ich habe ja eh nichts zu verbergen. Und ich kann nicht oft genug sagen, ich sage es bei jedem Vortrag und natürlich auch hier, führen Sie sich das vor Augen, was Edward Snowden, der ja jetzt bereits Jahre in Moskau zubringen muss, zum Besten gegeben hat. Und Edward Snowden hat gesagt, wenn man sagt, die Privatsphäre ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen, dann ist das so, wie wenn man sagt, die Redefreiheit ist mir egal, ich habe nichts zu sagen. Ich habe etwas zu sagen und jeder Einzelne von Ihnen hat etwas zu sagen. Und es ist wichtig, dass wir unsere Redefreiheit verteidigen, gerade jetzt, mehr denn je. Und dass wir dafür auch sorgen, dass unsere Privatsphäre nicht untergeht. Und ich habe diese Woche einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefunden, der trägt die Überschrift, China plant die totale Überwachung. China plant die totale Überwachung. Da geht es um ein gigantisches Punktesystem, welches man einführen will, um praktisch so einen sozialistischen Einheitsmenschen zu formen, der dem Bild der kommunistischen Partei Genüge tut. Und dann steht hier beispielsweise drin, dass es darum geht, dass die Gesetzestreue der Menschen, ihr moralisches Wohlverhalten, definiert natürlich von wem? Von der kommunistischen Partei Chinas. Das soziale Engagement
Aktivitäten im öffentlichen Interesse und Umweltschutz jedes einzelnen Bürgers, Abweichungen von sozialen und moralischen Normen, dass die über dieses Punktesystem bestraft werden sollen. Und zwei Seiten weiter fand sich ein ganzseitiger Artikel in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mit der Überschrift „Das Ende der Freiheit", wo es also darum geht, dass beispielsweise Leute an einer Straßenkreuzung stehen, dort auf einen Screen schauen, wo andere Leute gezeigt werden mit ihrem Gesicht, die eben in dieser Zeit, in dieser Straße über eine rote Straßenverkehrsampel gelaufen ist und darüber eben den Menschen suggeriert wird, was Recht ist und was Unrecht ist, meine Damen und Herren. Das ist eine Gesellschaft der Unfreiheit, die, glaube ich, selbst die schlimmsten Befürchtungen von George Orwell beschrieben in seiner Dystopie 1984 übersteigt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Menschen sensibilisieren, dass wir ihnen die Feinde der Freiheit klar benennen, dass wir ihnen das Ausmaß der Bedrohung unserer Freiheit benennen. Und deshalb bin ich hergekommen und darüber möchte ich sprechen. Und ich möchte ganz besonders hier in der Schweiz mit Ihnen über einen anderen Punkt sprechen. Ich möchte Ihnen sagen, seien Sie stolz darauf, dass die Schweiz direkte Demokratie seit 1891 ihr eigen nennt. Das schützt die Schweiz nicht auch vor Fehlern. Und ich kann nur sagen, das Allerwichtigste ist, wir brauchen ein selbstdenkendes Volk, ein Volk von Demokraten, das sich das Denken nicht abnehmen lässt, weder von den Medien noch von der politischen Führung. Und ich will mit meinem Buch und auch hier mit allen Vorträgen immer dazu aufrufen, benutzt euren eigenen Verstand. Lasst euch das Denken nicht abnehmen. Und ich sehe mit großer Sorge, Sie sehen hier in Abhängigkeit von dem Jahrzehnt, in dem die Menschen geboren sind, wie hoch noch der Zuspruch zur Demokratie ist. In den USA sagen noch 72% derjenigen, die in den 30er Jahren geboren sind, dass ihnen Demokratie von essentieller Bedeutung ist. Aber schauen Sie selbst, nur noch knapp 30% sind von denen, die nach den 80er Jahren geboren sind, davon überzeugt, dass Demokratie richtig und wichtig ist. Und auch in Deutschland sind es nur noch 48% der nach 1980 Geborenen. Ich muss Ihnen ja ganz ehrlich sagen, wenn ich mir unsere heutige Parteiendemokratie anschaue, dann läuft mir ja auch die Galle über, dann kann ich ja auch Gift und Galle spucken. Wir haben ja heute schon mal über Konzerne gesprochen. Und wir haben gerade, habe ich selbst China angesprochen. Meine Damen und Herren, die amerikanischen Konzerne haben Beginn in den 80er Jahren große Geschäfte dort gemacht und China als verlängerte Werkbank benutzt, um die Gewinne zu maximieren, um den Profit zu maximieren. Profitmaximierung ist nur noch Dreh- und Angelpunkt jeglicher unternehmerischer Entscheidung, aber auch jeder politischer Entscheidung im Westen. Mit China macht jeder Geschäft. Und Bedenken hinsichtlich demokratischer und sozialer Standards werden überhaupt nicht mehr beachtet. Und darüber müssen wir reden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Freiheit wird in China letztlich von der Kommunistischen Partei völlig unterdrückt. Stört es irgendjemanden im Westen? Nein. Selbst Angela Merkel macht einen Hofknicks gegenüber dem Herrn Xi. Und unsere Medien haben nichts Besseres zu tun, als wenn Trump beispielsweise dem Pariser Klimaabkommen Tschüss sagt, ja, was wir dann gemacht haben, wird China als Umweltengel aufgebaut. Oder wenn Trump sich gegen den globalen Freihandel ausspricht, was wird dann gemacht, dann wird China plötzlich zum großen Verteidiger und Anwalt des globalen Handels gekürt. Ist ja geradezu lächerlich. Ich habe zu einem Interviewer der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wenn es um meine Erfahrung mit dem Buch geht, ich habe zu dem gesagt, es scheint mir so zu sein, dass bei euch Journalisten ein pathologischer Befund vorliegt in Bezug auf wirklich eine akute Schizophrenie, wenn es um China geht. Und darüber müssen wir reden. Und ich sage Ihnen, wir sind ja hier vermutlich nicht immer einer Meinung. Mir geht es ja um Frieden in Freiheit. Um Frieden in Freiheit, das ist ganz wichtig. Nicht nur um Frieden, sondern es geht mir um Frieden in Freiheit. Und ich sehe den Frieden bedroht. Wir können hier heute in einer Stunde nicht alles ansprechen, aber die geopolitischen Risiken dürften Ihnen allen bestens bekannt sein. Und wir spielen mit dem Feuer. Der Westen spielt mit dem Feuer. Nicht wir hier in dieser Halle, aber die westliche Führung spielt mit dem Feuer. In der Ukraine, in Syrien, jetzt was im Nahen Osten, Saudi-Arabien geschieht, im Libanon, ja, die Scharmützel mit dem Iran, Korea. Es gibt so viele
Gefahrenherde. Und ich will Ihnen das an der Stelle auch sagen, wir begehen, glaube ich, einen großen Fehler, wenn wir aufgrund der Annexion der Krim Putin länger auf die Anklagebank setzen und die Sanktionen aufrechterhalten. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wie Gerhard Schröder, der ehemalige deutsche Bundeskanzler, dass Putin ein lupenreiner Demokrat ist. Das sage ich ganz gewiss nicht. Auch um die Freiheit könnte es in Russland besser bestellt sein. Aber mir geht es dennoch um eine friedliche Koexistenz mit Russland, mit Putin, um den Weltfrieden eben nicht zu gefährden, weil wir Europäer wären die Leidtragenden, wenn ein drittes Mal ein Weltkrieg ausbrechen würde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir begehen mit den Sanktionen gegen Russland, das will ich an der Stelle ansprechen, einen großen strategischen Fehler als Westen. Wobei mir geht es vor allem in dem Fall um das Hochhalten der Freiheit und nicht so sehr um irgendein Kalkül, um irgendeine Strategie. Aber schauen Sie, der Kollateralschaden ist, dass wir die Russen in die Arme der Chinesen treiben. Und ich weiß nicht, ob alle hier jetzt klatschen werden, wenn ich sage, dass China aus meiner Sicht, wenn ich insbesondere die Ergebnisse des 19. Parteitags der Kommunistischen Partei jetzt im Oktober 2017 sichte, dass ich hier sage, dass ich China als ökonomische und militärische Bedrohung für den Westen und damit für unsere, ja, wenn man das überhaupt noch so sagen kann in der heutigen Zeit, früher, als ich jung war, sprach man immer von der westlichen Wertegemeinschaft. Meine Damen und Herren, über die Unwertegemeinschaft können wir gleich noch mal im Verlauf reden. Aber ich bin der Meinung, diese westliche Wertegemeinschaft, die ich als junger Mann mit 20, 25 schätzte, die mich 1990 in Ostdeutschland für Helmut Kohl hat Wahlkampf machen lassen, weil ich an die Freiheit glaubte, an die Macht der Ideen glaubte, und zwar der freiheitlichen Ideen glaubte, ich hätte mir damals nicht vorstellen können, wie jetzt unsere Freiheit bedroht ist. Und darüber müssen wir hier und heute reden. Und ich finde es so toll, dass Sie alle hier sind, weil das zeigt, dass es ganz viele Menschen gibt, die diese Bedrohung erkennen. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht einsam. Wir sind viele und wir werden nach meiner festen Überzeugung immer mehr. Wir müssen nur an uns glauben. Und wir dürfen uns, meine Vorrednerin hat heute auch davon gesprochen, wir dürfen nicht Angst haben. Angst lähmt. Angst legt uns Fesseln an. Angst blockiert uns und deshalb müssen wir mutig sein. Und ich sage Ihnen, auch ich habe manchmal Momente, wo man natürlich mal Angst hat, wo negative Gefühle hochkommen, aber da muss man sich immer wieder im Spiegel betrachten und schauen, ich bin der festen Überzeugung, wir stehen an der Seite des Guten. Wir setzen uns für die Freiheit der Menschen ein. Wir sind gegen Gängelung, wir sind gegen staatliche Bevormundung. Und wir können uns, glaube ich, auch in 5 Jahren noch im Spiegel betrachten. Ich weiß nicht, ob das jeder kann, der da heute Dienst tut, ob in der Politik oder auch in unseren Sicherheitsorganen und erst recht nicht in der Justiz. Und dazu kommen wir gleich noch. Meine Damen und Herren, ich will nur sagen, bevor ich diesen Slide verlasse, auch Sie Schweizer, also es sind ja nicht nur Schweizer hier, aber an die Schweizer gerichtet, Sie sind 1992 dem IWF beigetreten, dem Internationalen Währungsfonds. Es war 1992, da gab es hier eine Volksabstimmung darüber. Und was man ihnen damals nicht erzählt hat, ich mache denjenigen, die dafür gestimmt haben, keinen Vorwurf. Die Bevölkerung hat etwas nicht gewusst. Nämlich, dass Länder, die der Weltbank beigetreten sind und diesem Internationalen Währungsfonds eines nicht haben dürfen. Nämlich eine goldgedeckte Währung. Die müssen an diesem Zinseszinssystem, an diesem Papiergeldsystem teilhaben. Das ist wichtig. Und das hat zur Folge gehabt, dass ihr Schweizer Franken keine Golddeckung mehr hat. Seit Ende der 90er Jahre. Macht es Klick. Und deshalb sage ich das, wir brauchen informierte Menschen. Wir brauchen selbstdenkende Menschen, die sich das Denken nicht abnehmen lassen. Und wir brauchen Medien, die nicht den großen Konzernen aus Gefallsucht oder kommerziellen Interessen heraus folgen, blind folgen. Sondern wir brauchen Medien, die die Bevölkerung informieren und das für und wieder abwägen, so wie in den Schulen gelehrt werden muss, wieder diskussionsfreudig zu sein, seine eigene Meinung kundzutun und nicht Angst haben zu müssen davor, wenn man seine eigene Meinung sagt. Und als ich unlängst in Hamburg war, drückte man mir repräsentative Umfragen in die Hand. Im August 2017 sagten auf die Frage in Deutschland 2000 Befragte repräsentativ, was meinen Sie, lautete die Frage, kann man hierzulande ungeschminkt und frei darüber reden, wie man politisch denkt und politisch steht? Oder ist es bei manchen Problemen besser, den Mund zu halten, um nicht in ein schiefes Licht zu geraten? Im Juni 2016 sagten in Deutschland 35% der 2000 repräsentativ Befragten, ja, bei manchen Dingen ist es besser, den Mund zu halten.
Im August 2017 waren es bereits 48%. Meine Damen und Herren, ich habe jemanden, ich habe Freunde bei den Linken. Ich duze den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Linken. Und ich habe mit der Alice Weidel zusammen vor der Bundestagswahl ein Video gemacht und sie noch vor 5 Wochen in Berlin besucht, bei der Alternative Deutschland. Das ist doch Demokratie, das ist doch gelebte Demokratie. Ich habe Freunde bei der Alternative Deutschland und ich bin froh über jeden Einzelnen und ich habe Freunde bei den Linken und ich bin froh über jeden Einzelnen. Das ist Demokratie, das ist eine pluralistische Gesellschaft, die gilt es zu verteidigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will Ihnen nur mal kurz schildern, welche Erfahrungen ich mit meinem Buch gemacht habe. Es gab zunächst ein Schweigekartell. Sie haben ja selbst in der Anmoderation gezeigt, ich trat mal im ZDF-Journal auf. Ich war noch im August diesen Jahres auf der Bühne der ARD, auf der größten Anlegermesse in Stuttgart. Und das Interessante, und da war für mich schon so ein Nachtigallekör der Trapsen, ich dachte mir schon, dass ich mit einem Buch, wo Angela Merkel auf dem Buchcover abgebildet ist, nicht unbedingt mit dem schönsten Lächeln, das gebe ich zu, das war durchaus auch eine gewisse Absicht, dass ich mit diesem Buch nicht unbedingt mich im politischen Establishment in Berlin beliebt machen würde. Und somit auch nicht in unseren öffentlich-rechtlichen Medien, denn da ist der politische Einfluss ganz enorm. Schauen Sie sich den ZDF-Verwaltungsrat an, schauen Sie sich in der ARD die Entscheidungsgremien an, da wird ganz massiv Einfluss genommen. Und deshalb muss ich es mit solcher Erschütterung zur Kenntnis nehmen, dass ARD und ZDF in Deutschland noch immer, wie Sie ganz zu Beginn gesehen haben, die höchsten Glaubwürdigkeitswerte auf sich vereinigen können. Ich will Ihnen sagen, dass ich im April ja auf der ARD-Bühne saß, dann einen Mitschnitt in YouTube veröffentlichte, nur einen Mitschnitt des von mir Gesagten. Und ich habe ja noch meine ZDF, NTV, N24-Beiträge seit Jahren in dem YouTube-Kanal stehen. Da hat sich niemand geräuspert. Und dann bekam ich plötzlich Anfang Juni, in der ersten Junihälfte, eine Mitteilung von YouTube, dass die ARD, nämlich der Hessische Rundfunk, eine Urheberrechtsverletzung gegen mich geltend machen. Ich durfte also diesen Mitschnitt des Selbstgesagten nicht mehr veröffentlichen. Dann habe ich einem der namhaftesten ARD-Finanzjournalisten geschrieben, den ich auch duze, den ich seit Jahren kenne, und sagte ihm, du kannst du da auf einem kleinen Dienstweg für mich was machen. Dann sagte er sofort innerhalb von einer Stunde geantwortet, lieber Thorsten, ja, das sollten wir geregelt bekommen, das sollten wir hinbekommen, habe die Kollegen schon in CC gesetzt. 2 Tage später bekam ich von seinem obersten Boss die Mitteilung, dass man aufgrund einer so langen Ausführung, aufgrund von irgendwelchen Regelungen des Rundfunkstaatsvertrags, doch bei der Verletzung des Urheberrechts bleiben müsste. Da war mir schon klar, hier wird das noch weitergehen, weil da war das Buch noch gar nicht erschienen. Es gab ein Schweigekartell. Ich kann Ihnen das wirklich sagen, dass alle Mainstream-Medien den Mantel des Schweigens darüber gedeckt haben. Und mein Buch war ja 6 Wochen lang in der Spiegel-Bestsellerliste auf den Plätzen 1 bis 3. Wir sind jetzt insgesamt seit 16 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Und Markus Lanz hat ja oft eigentlich Spiegel-Bestseller-Autoren bei sich. Bei mir fühlt es sich so an, als ob ich tot sei. 2 Freunde beim ZDF rufen mich auch gar nicht mehr zurück. Ich muss das momentan verkraften, mental. Und dann hat sich etwas geändert. Vor der Bundestagswahl war es ganz, ganz schlimm, das zeige ich Ihnen gleich noch. Und nach der Bundestagswahl hat man dann dieses Schweigekartell ersetzt durch ein Rufmordkartell. Und das zeige ich Ihnen mal ganz geschwind, damit Sie merken, das ist jetzt hier nicht einfach so aus dem Bauch heraus und ach, der schlüpft jetzt gerade in die Opferrolle und redet sich das so ein, ne? Und will vielleicht auch über so eine Opferrolle noch so eine Mitleidstour hier schieben. Meine Damen und Herren, ich lade Sie ein, gehen wir das mal durch. Also, wie fänden Sie das, wenn Dennis Scheck, dieser liebe Herr, sympathische Herr, der da gerade abgebildet ist, wenn der in der ARD kurz vor Mitternacht, zum Glück natürlich nur vor 70.000 Zuschauern, das war natürlich noch ganz gut, Sie als durchgeknallten Verschwörungstheoretiker brandmarkt. Also hier vor Ihnen, damit Sie es wissen, steht ein durchgeknallter Verschwörungstheoretiker. Ist doch toll, oder? Ja, für Sie ist das vielleicht ein Ritterschlag. Ne? Das erinnert mich so an das Zitat vom Lenin. Sage mir, werde ich kritisiert und ich, sage mir, so hat Lenin das gesagt, sage mir, werde ich lobt und ich sage dir, was du falsch gemacht hast. Ich würde jetzt sagen, sage mir, werde ich kritisiert und ich sage dir, was du richtig gemacht hast. Aber meine Damen und Herren, wir sollten uns nichts vormachen. Solche Dinge, die da gebracht werden, die verfangen bei der Mehrheit der Bevölkerung.
damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Und das ist Rufmord. Man will Menschen, und da bin ich ja nicht der Einzige. Dem Dirk Müller ist es bei Markus Lanz mal ähnlich ergangen bei seinem letzten Buch Slowdown. Das ist immer die gleiche Tour. Man versucht uns in die Ecke zu stellen. Diese Stigma-Verschwörungstheoretiker sollen wir bekommen. Und damit die Masse sich überhaupt nicht mit den Inhalten des von uns Vertretenen, Gesagten und Geschriebenen beschäftigt, das steckt ja dahinter. Man möchte die Masse auf Abstand von uns halten. Und das ist es. Erst Schweigekartell, und als man gesehen hat, die Dämme sind gebrochen, das kann man nicht mehr totschweigen, dann setzt man eben auf den Rufmord, auf darauf, jemanden als Verschwörungstheoretiker zu titulieren. Hier sehen Sie nur den Text, aber ich will Ihnen noch was anderes zeigen. Der Tagesspiegel hat einen Tag später... Natürlich sind hier zeitliche Zusammenhänge reiner Zufall, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht, dass Sie hier irgendetwas Falsches konstruieren, weil wir wollen ja keine Verschwörungstheorie hier betreiben. Der Tagesspiegel hat dann einen Tag später geschrieben, eine verschwörungstheoretische Schrift, die das Gruseln lehrt. Thorsten Schulte lehrt mit seiner verschwörungstheoretischen Schrift das Gruseln. Und dann kommt noch das Beste. Und auf den einschlägigen Internetseiten findet sich einmal mehr die üblichen Vorwürfe, die Mainstream-Medien und der Buchhandel würden das Buch ignorieren und boykottieren. Also als ob das, was ich Ihnen gleich zeige, für mich eine reine Einbildung sei. Das ist schon interessant. Wenn Sie diesen Artikel mal aufrufen und in Gänze auf sich wirken lassen, werden Sie feststellen, dass man sich an keiner einzigen Stelle wirklich inhaltlich mit meinem Buch beschäftigt hat. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Aber wie gesagt, Inhalte zählen ja hier auch nicht. Ich soll zu einer Unperson gemacht werden, zu einer Persona non grata, um die Sie bitte einen großen Bogen machen. Nehmen Sie sich in Acht vor Leuten, wie diesem Thorsten Schulte, der hier gerade zu Ihnen spricht. Das müssen wir alles wissen und das müssen wir den Menschen zeigen. Und das ist nur die Verbreitung des Begriffs Verschwörungstheorie im Internet, in Google Books. Sie kennen vielleicht diese Funktion, ist ganz interessant, können Sie alle möglichen Begriffe eingeben, und hier sehen Sie, wie ab den so 60er, 70er Jahren dieser Begriff Verschwörungstheorie sich immer größerer Verbreitung erfreut. Für mich ist es wirklich eine Beleidigung unterdurchschnittlicher Intelligenz, wenn mich Leute immer wieder in einem Zwiegespräch, in einer Diskussion als Verschwörungstheoretiker brandmarken. Das ist doch immer, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann fällt dieser Begriff Verschwörungstheoretiker. Leute, lasst uns endlich aufhören, mit diesem Begriff zu arbeiten. Er dient nur der Stigmatisierung. Man will damit Leute mundtot machen. Und ob derjenige, der mir gerade widerspricht, recht hat oder nicht, das ist doch unerheblich. Ich muss in einer Demokratie Andersdenkende ertragen. Und es ist doch gerade, das macht doch Demokratie aus, zu diskutieren, in den Wettstreit der Meinung, in den Wettstreit der Ideen einzutreten. Und das an der Stelle der Dr. Daniele Ganser, den ich ja sehr schätze und der ja hier auch schon mal gesprochen hat und der ja schlimme Erfahrungen gemacht hat, weil auch er wird ja ständig als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt seit Jahren. Er hat ja noch unlängst in einem Beitrag darauf aufmerksam gemacht, wo der Begriff herkommt. Ich sage nur CIA, da gibt es auch ein Dokument darüber. Das kennen wir, die meisten von Ihnen, sicher schon seit vielen, vielen Jahren. 1967, als die CIA, nämlich die Abteilung für psychologische Kriegsführung, ihren Agenten mit auf den Weg gegeben hat, arbeitet mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker. Unterstellt auch den Leuten, die dann sowas schreiben, nämlich in dem Fall ging es darum, die Zweifel säten an der offiziellen Version, dass John F. Kennedy von einem Einzeltäter umgebracht wurde, sorgt dafür, unterstellt ihnen einfach, dass sie finanzielle Interessen haben. Also Punkt 1 bezichtigt sie, ein Verschwörungstheoretiker zu sein, und das Zweite bezichtigt sie, das Ganze einfach nur aus Geldgier, aus Profitgier zu machen. Und das sagen in der Regel diejenigen, die die Profitgier erfunden haben, nach meinem Dafürhalten. Ach, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und hier zeige ich Ihnen einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Eine ganze Seite, nicht? Also die letzte Seite des Wirtschaftsteils, eine ganze Seite voll mit Aussagen über mich. Ne? Also Mann. Und dann steht da unter anderem drin, dass ich, als ich die AfD formierte, anfangs als Professorenclub, schaut Schulte bereits mit wohlwollendem Interesse zu. Nichts davon habe ich gesagt im Interview, nichts. Dann heißt es, dass ich mit Bernd Lucke, dem ersten AfD-Anführer, inzwischen im Europaparlament an den Rand gedrückt und anderen die Initiative Pro Bargeld, Pro Freiheit gegründet hätte. Stimmt auch nicht. Der hat damit überhaupt nichts zu tun.
Das ist doch mal richtig gute Recherche von Mainstream-Journalisten. Toll. So, dann. Rege scheint das Vereinsleben nicht eine einzige Kundgebung vermerkt, der Internetauftritt. Und dies auch schon ein Jahr her. Also wir haben 2 wirklich riesengroße Kundgebungen gemacht. Wir haben alleine im Oktober letzten Jahres 8 Infostände gemacht. Wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben. Und wir haben mit 8 bis 10 Leuten, haben wir über 10.000 Flyer bei 8 Infoständen verteilt. Das schafft kein CDU-Informationsstand im Wahlkampf. Ich sage Ihnen das, ich weiß das, ich war lange Zeit bei denen dabei. Stimmt auch alles wieder nicht hier. Und dann steht hier noch, Schulte stieg in Frankfurt auf eine Bühne mit Europakritiker Joachim Stabatti, das stimmt, den Tübinger Professor, der auf AfD-Ticket nach Brüssel reiste und hinterher an Luckes Seite im politischen Abseits strandete. Merken Sie schon so, wie irre subtil Sie wieder beeinflusst werden. Mein Gott, was dieser Schulte, der treibt sich da mit Leuten rum. Ach, das ist ganz schlimm. Und dann steht hier weiter, auch noch ist die Rede dann jetzt vom Max Otte. Ein weiterer Mitstreiter war an dem Tag Max Otte, der ehemalige Wormser BWL-Professor, mit, und jetzt kommt es, hören Sie genau zu, mit mittelmäßigen Geldanlagetipps und einer politischen Agenda. Professor Max Otte, auch da wieder die subtile Beeinflussung. Max Otte, ach, mittelmäßige Geldanlagetipps, machen Sie um den Mann bitte einen großen Bogen. Und so weiter und so fort. Ach ja, und ganz unten steht da noch, dass ich mit dem Vorsitzenden der Alternative Deutschland, Jörg Meuthen, ich glaube, das war 4 Tage vor der Bundestagswahl, auftrat, da hatte ich vor ihm sprechen dürfen. Und dann steht da im Satz zu mir, um erfreut festzustellen, meiner einer, dass er von den beiden der schwungvollere Redner sei. Bin ich nicht ein arroganter Stinkstiefel, ja, der sich für so einen geilen Redner hält, ja, oder? Ich habe das nie gesagt, meine Damen und Herren, ich schwöre es Ihnen. Aber für denjenigen, der mich nicht kennt, was kommt denn rüber? Das ist doch ein arroganter Stinkstiefel. Der hält sich wohl für was besonders Gutes und Tolles, oder nicht? Und das zeige ich Ihnen deshalb, damit Sie sehen, wie subtil die Menschen beeinflusst werden. Weil ich sage Ihnen, bei der Masse, bei der breiten Masse der Menschen funktioniert das. Und deshalb müssen wir so etwas thematisieren, damit diejenigen, die heute noch abseits stehen, erkennen, mit welcher Methodik, mit welchem System hier gearbeitet wird. Und ich sage das so, ich bin hier nur exemplarisch herauszugreifen. Wir können ganz viele andere nennen. Ich habe gerade Daniele Ganser genannt, Dirk Müller, Dirk ist ja heute auch schon angesprochen worden, Max Otte, alle werden in diese Ecke gestellt und wir sollen ausgegrenzt werden. Und warum? Weil wir eben etwas machen, nämlich in meinem ersten Buch habe ich schon geschrieben, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das war das eine Zitat in meinem ersten Buch 2010, Silber, das bessere Gold. Und ich habe gesagt, wer zur Quelle will, der muss gegen den Strom schwimmen. Und wir wollen einfach nur kritische Zeitgeister sein. Wir wollen abseits des Mainstreams einfach mal reden können, diskutieren können. Um nichts anderes geht es. Und wir wollen beispielsweise heute auch mal kurz ansprechen, dass unser Papiergeldsystem in einer Agonie steckt, in einem Todeskampf steckt und dass es Alternativen dazu gibt. Nichts ist alternativlos. Es gibt eine Alternative zum Papiergeldsystem. Es gibt sogar mehrere Alternativen zum heutigen Papiergeldsystem und über die muss gesprochen werden. Und ich sage das an der Stelle, all die Fehlentwicklungen, die wir zu beklagen haben, ob in unserem Papiergeldsystem, aber denken Sie mal an TTIP. Was ist denn TTIP? TTIP ist, ich sage es immer wieder, auch wenn einige Deutsche sich an dem Begriff Ermächtigungsgesetz dabei stören und reiben, aber ich sage es ganz bewusst, für mich sind Freihandelsabkommen Konzernermächtigungsgesetze. Konzernermächtigungsgesetze. Denken Sie drüber nach. Ein Unternehmen verklagt jetzt beispielsweise gerade auf entgangenen Gewinnen den italienischen Staat, weil es im Mittelmeer nicht nach Öl bohren kann, als Beispiel. Wenn wir solche Freihandelsabkommen abschließen, dann wird der Primat der Politik erst recht ins Hintertreffen geraten. Schon heute existiert er kaum noch. Schon heute. Und zwar dank eben entsprechend dieser supranationalen Konzerne, die unsere Regierung vor sich hertreiben. Das ist das, das ist für mich der entscheidende Punkt. Und in Europa kommt noch etwas anderes hinzu. Das ist der Zentralismus. Der Zentralismus, auch die Schweiz im Übrigen, droht ja hier heimgesucht zu werden, weil die Europäische Union immer wieder der Schweiz abzuringen sucht, dass sie sich unter die europäische Gerichtsbarkeit stellen, meine Damen und Herren. Die Schweiz darf das nicht zulassen. Meine deutschen Kollegen haben es leider schon alles mit sich machen lassen. Aber dieser Zentralismus, der von Brüssel ausgeht, der erstickt jeden Freigeist. Der erstickt den Wettbewerb um beste Ideen und beste Lösungen. Und auch hier ist ja jede Kritik an der Europäischen Union sofort gleichgesetzt
als Anti-Europäisierung und als Sie sind sofort ein Anti-Europäer, wenn Sie diese Europäische Union mit Kritik belegen. Und das ist immer auch hier wieder diese Ausgrenzung. Jede Diskussion sofort im Keim ersticken. Menschen ausgrenzen. Was? Du kritisierst Brüssel. Du kritisierst die Europäische Union. Du kritisierst die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Du bist ja ein Anti-Europäer. Schäm dich. Und damit wird jede Diskussion zunichte gemacht. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen mal an dieser Stelle, fällt mir nur gerade mal ein, da gibt es ein Urteil des Europäischen Menschenrechtshofs. Das will ich an der Stelle mal erwähnen, nur noch mal, um deutlich zu machen, dass es so in Europa nicht weitergehen kann. Da gab es jetzt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wonach der spanische Staat zwei Flüchtlingen, die illegal über diesen hohen Zaun, meterhohen Zaun geklettert sind, jeweils 5.000 Euro zahlen musste. Haben Sie davon was gehört? Aktenzeichen 8675-15 und 8697-15, meine Damen und Herren. Das wird ja mitgeschnitten, können Sie sich das nochmal eben anschauen. Und da geht es dann also darum, dass eine sogenannte verbotene Kollektivausweisung stattgefunden hat. Man hat nämlich nicht vorher beispielsweise die Personalien festgehalten, pro Asyl, die dagegen geklagt hatten. Die mussten auch gar nicht nachweisen, dass es sich bei den Männern wirklich um die beiden Männer handelte, die da illegal über die Grenze gegangen sind. Und dass die illegal über die Grenze gegangen sind, das ist völlig irrelevant. Das Ende vom Lied ist, der spanische Staat muss beiden, die davon pro Asyl benannt wurden, 5.000 Euro zahlen. Und das ist ja alles nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt andere Gerichtsurteile, die dazu führen, zur extraterritorialen Wirkung der Menschenrechte der Europäischen Union, mit der Folge, dass Schiffbrüchige, ich sage das bewusst angeblich Schiffbrüchige, sogenannte Schiffbrüchige, 30 Kilometer vor der nordafrikanischen Grenze von unseren Leuten aufgesammelt werden und nicht nach Nordafrika zurückverbracht werden dürfen, sondern dann ins fast 500 Kilometer entfernte Italien, Sizilien verbracht werden müssen. Das ist ja aberwitzig. Und es geht weiter, wenn wir über das Bargeld sprechen. Da gibt es in Österreich Bewegungen, die den Schutz des Bargelds in die Verfassung aufnehmen wollen. Und dann stellt sich der österreichische Finanzminister hin und sagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil wenn ihr das aufnehmt, Europarecht bricht österreichisches Recht, das bringt überhaupt nichts. Meine Damen und Herren, das ist nicht das Europa, das ich mir wünsche. Und ich bin 1992 am 31. Dezember mit Freunden nach Brüssel gefahren, habe dort Silvester gefeiert und habe den Beginn des europäischen Binnenmarkts dort gefeiert. Das war aber auch die Zeit, als Helmut Kohl noch von einer Einheit in Vielfalt sprach und eine Lanze gebrochen hat für Subsidiarität. Ich durfte als junger Mann mal Leute wie Otto von Habsburg, den Sohn von Graf Stauffenberg, die saßen alle im Europaparlament, kennenlernen. Jeder von denen hat in jeder Rede von Subsidiarität gesprochen, gegen die Zentralstaatlichkeit gerichtet. Fragen Sie heute mal die Europaabgeordneten. Ich bin sicher, dass ein Großteil von denen mit diesem Begriff überhaupt nichts mehr anfangen kann, meine Damen und Herren. Und damit geht ein Verlust an Freiheit einher. Und das macht es so gefährlich. Und das sehen wir beim Bargeld, wo die Entwicklung leider Gottes schleichend dahin geht, dass das Bargeld vor einem aussteht. Und ich will noch kurz zu meinem Buch, weil ich merke, ich muss ja auch auf die Zeit schauen. Ich will Ihnen nur ganz kurz in der Abfolge nochmal zeigen, was mir noch passiert ist. Das ist Wikipedia. Wenn Sie sich diesen Eintrag mal durchsehen, das können Sie vielleicht mal zu Hause machen, geben Sie meinen Namen einfach ein, finden Sie ganz tolle Anmerkungen. Natürlich wird da auch der Tagesspiegel zitiert, dass mein Buch eine verschwörungstheoretische Schrift sei, die das Gruseln lehrt. Was auch so ganz, ganz toll ist, und das ist diese subtile Beeinflussung, Schulte war von 1989 bis Oktober 2015 Mitglied der CDU. 1994 war er Wahlkampfmanager von Laurenz Mayer. Das war der spätere CDU-Generalsekretär, der mich auch mal Angela Merkel vorstellte. Und dann steht da, als Laurenz Mayer sich erfolglos für das Amt des Oberbürgermeisters bewarb. Also die Lehre ist, wenn Sie eine Wahl verlieren wollen, dann machen Sie den Schulte zum Wahlkampfmanager. Das ist Lehre, wenn Sie Misserfolg haben wollen. Ende vom Lied war, wir haben damals fast 6,5% hinzugewonnen und bei der zeitgleichen Bundestagswahl fast 2,5% verloren. Aber wie gesagt, machen Sie mich zum Wahlkampfmanager und die Wahl geht definitiv verloren. Das meine ich damit, diese subtile Beeinflussung. Und das ist ja nicht nur, wenn es um Personen geht, auch bei Themen. Achten Sie darauf, hinterfragen Sie, lesen Sie die Zeitung stets eben sehr, sehr kritisch. Und gehen wir weiter, weil hier sehen Sie mal Wirtschaftswoche, wie die Wirtschaftswoche geschrieben hat. Finanzdienstleister arbeiten mitunter wie Populisten. Ängste schüren und simple Lösungen versprechen. Doch solide Absicherung geht anders. Ja,
Und das finden Sie dann in Wikipedia. Die Wirtschaftswoche zählt nicht zu den populistischen und simple Lösungen versprechenden Finanzexperten. Neben natürlich dem Professor Max Otte mit diesen mittelmäßigen Geldanlagetipps, über den wir gerade schon gesprochen hatten. Dirk Müller hat da auch sein Fett wegbekommen, der Mr. DAX und der Professor Polleit. Alle auf einer Seite, wir vier, das ist der Chef-Volkswirt, der Degussa Goldhandel. Ja, so funktioniert das. Vielen Dank an die Wirtschaftswoche. Das Abo habe ich, glaube ich, schon vor längerer Zeit gekündigt. Ich weiß gar nicht, warum. Dann gab es, und ich zeige Ihnen hier nur mal ein paar Beispiele, vielleicht können Sie das bei der Aufnahme später nochmals auch einblenden, damit man das mal lesen kann. Sie sehen ja einfach nur, wie Leute mich anschreiben und sagen, dass dann in Buchläden behauptet wurde, mein Buch sei nicht lieferbar. Oder es wurde behauptet, das Buch hätte Lieferzeiten von 3 bis 4 Wochen etc. pp. Auch das ist natürlich gelaufen und es läuft noch immer. Und es wurde dann noch besser. Sie sehen das hier. Die Thalia-Buchhandlung, die hat sogar dann, als mein Buch auf Platz 1, Platz 2 stand, Platz 3 stand, hat sie das veröffentlicht. Spiegel-Bestseller stand da, Thorsten Schulte, Kontrollverlust. Dieser Titel wird in den Thalia-Buchhandlungen nicht präsentiert. So einfach ist das dann. Die Orwellsche Gedankenpolizei hat ihr zugeschlagen. Das ist Gesinnungsterror. Das ist Meinungsterror. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und ganz schnell, weil ich gleich unbedingt noch zum Thema Finanzen was ansprechen will. Hier sehen Sie nur, wie die Spiegel-Bestsellerliste von Bücher.de gefälscht wurde. Auf Platz 2 stand mein Buch. Und in Bücher.de ist mein Buch einfach weggestrichen worden und die gesamte restliche Bücherreihe rutschte dann einen Platz nach oben. In dem Fall herzlichen Dank an Bücher.de. Über euch werde ich kein Buch kaufen. Spiegel-Bestsellerliste sehen Sie links. Bild-Bestsellerliste sehen Sie rechts. Das ist das ganz Interessante. Am 7. September war ich in der Bild-Bestsellerliste der Bild-Zeitung auf Platz 1. In den 2 Wochen vor der Bundestagswahl tauchte mein Buch nicht mehr auf. Schauen Sie sich aber an, wo das Buch damals in der Spiegelplatzierung verharrte, nämlich ganz oben. Da änderte sich nichts. Nach der Bundestagswahl war mein Buch wieder wo? Auf Platz 1. Aber wer da von einer möglichen Manipulation der Bild-Bestsellerliste redet, nein, nein. Also der vertritt Verschwörungstheorien. Und das wollen wir hier bitte nicht machen. So. Und das war noch das Allerbeste. Ich hatte eine Anzeige schalten wollen auf Seite 1 der Welt am Sonntag des Finanzteils. Und diese Anzeige erschien einfach nicht. Das haben wir erst am Sonntag erfahren und meine Marketingagentur hat sogar 3, 4 Belegexemplare bekommen. Das heißt, die Anzeigenabteilung von Springer muss davon ausgegangen sein, dass die Anzeige auch tatsächlich kommen wird, aber sie ist kurz vor Toreschluss nicht veröffentlicht worden. Und man teilte uns dann an dem Tag, an dem sie hätte erscheinen sollen, an dem Sonntag mit, dass man aus, wie Sie hier sehen können, aus grundsätzlichen Erwägungen hätte man diese Anzeige storniert. So geht man dann also mit uns um. Das sind nur mal so ein paar Erfahrungen. Und wollen wir das Buch verlassen? Das sagt hier kein anderer als der Herr Voskuhle. Und der Herr Voskuhle ist Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und dieser Mann, können das nachlesen in einem Beitrag im Deutschlandfunk im Januar 2016, bei allem, was ich auch im Buch gemacht habe, Sie finden immer Quellenangaben. Ich habe mich dabei bemüht, bewusst seriöse Quellen, also mal in Anführungsstrichen, so aus Mainstream-Betrachtung ganz seriöse Quellen zu nehmen, damit die Leute das verifizieren können. Und das können Sie auch hier tun. Sie können sich den Beitrag aufrufen. Sie sehen die Überschrift. Und dann sagt dieser gute Mann in den letzten 5 Jahren, und das lassen Sie uns jetzt alle mal auf der Zunge zergehen, sei eine Sensibilität entstanden, dass man nicht alle rechtlichen Regelungen, lesen Sie es selbst, durchsetzen könne und dass Verträge weit ausgelegt werden. Das sagt der Präsident des Bundesverfassungsgerichts der Bundesrepublik Deutschland. Mich macht das fassungslos. Mehr darf ich, wobei ich bin ja hier in der Schweiz, da kann man mich ja wegen Volksverhetzung nicht so einfach belangen. Mich macht das fassungslos. Und wir könnten heute über ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz sprechen, welches die letzte Bundesregierung oder der letzte Bundestag ja noch auf den Weg gebracht hat. Erwarten Sie von einem solchen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, dass er ein solches Gesetz, wo mir Verfassungsjuristen sagen, das sei nicht verfassungskonform, dass er für die Rücknahme eines solchen Gesetzes sorgt? Nein. Sie sehen das schon, wenn es darum geht, wie etwas gebrochen wird, was man dem Volk versprochen hat in Deutschland. Die CDU hat immer plakatiert, ein Staat haftet nicht für die Schulden eines anderen. Das ist gebrochen worden. Und auch da hat sich das Verfassungsgericht gedrückt, verurteilen, hat sie zunächst dann an den EuGH, an den Europäischen Gerichtshof verwiesen.
Ich muss Ihnen sagen, ich bin entsetzt. Und wenn die Herrschaft des Rechts verloren geht, dann brechen keine guten Zeiten an. Und deshalb habe ich im Buch alles daran gesetzt, um diese Fehlentwicklung aufzuzeigen. Und das möchte ich auch hier nochmal ganz kurz tun. Und ich möchte Ihnen gerade, damit Sie das Ausmaß der bedrohlichen Fehlentwicklung sehen, wir haben über Macron gesprochen. Und glauben Sie bitte nicht, dass Macron das Ergebnis so einer Graswurzelbewegung sei. Nein, nein. Der wurde von ganz, ganz reichen Leuten dazu gemacht. Aber ich will hier keine Verschwörungstheorien verbreiten, von daher werde ich keine Namen nennen. Hier sehen Sie die Gesamtverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die eine Volkswirtschaft im Laufe eines Jahres erwirtschaftet. Und Sie sehen einmal die Gesamtschulden, das sind also die Schulden des Staates, der privaten Haushalte, der Unternehmen. Der Bankensektor ist hier nicht mit eingerechnet. Dann sehe ich es nochmals dramatischer aus. Das sind die Gesamtverschulden Frankreichs und Sie sehen einmal den blauen Wert für Deutschland. Und was erkennen Sie hier? Wer badet in Schulden? Die Franzosen. Und dann macht es auch bei jedem Klick, dann fällt der Groschen, warum Macron sich so sehr für Eurobonds einsetzt, für einen gemeinsamen europäischen Finanzminister, für einen gemeinsamen europäischen Haushalt, warum sein Zentralbankchef einen Stabilitätsfonds fordert, der so 220 Milliarden Euro umfassen soll. Das sind 2/3 des deutschen Bundeshaushalts, damit man nur mal weiß, weil keiner von uns kann mit 220 Milliarden Euro was anfangen. Ist das viel, ist das wenig? 2/3 einer Ausgabe unseres Bundeshaushalts in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn man das sieht, dann weiß man, warum Macron so redet, wie er redet. Er will eine EU-weite Arbeitslosenversicherung, er möchte eine Haftung für Bankpleiten europaweit. Wenn Sie das alles hier sehen, dann wissen Sie, warum das alles so ist. Und schauen Sie, hier zeige ich Ihnen mal, dass beispielsweise die Europäische Zentralbank oder ganz genau die Deutsche Bundesbank im Auftrag der Europäischen Zentralbank für inzwischen 437 Milliarden Euro deutsche Staatsanleihen erworben hat. Das ist diese Spalte und da sind 26% aller ausstehenden deutschen Staatsanleihen. In Italien sind es über 300 Milliarden Euro, rund 16% und die haben eine Laufzeit von 8 Jahren. Durch diese Staatsfinanzierung, nichts anderes ist es, hier läuft eine unglaubliche Staatsfinanzierung der Europäischen Zentralbank zu Lasten der Sparer. Ich würde es mal so sagen, zu Lasten derer, die noch an Recht und Gesetz glauben und zugunsten der Staaten, die das Gesetz immer mehr brechen. Und wir schaffen hiermit eine unglaubliche Blase am Anleihenmarkt. Und da sind alle Lebensversicherungen beispielsweise mit drin. Die haben nämlich zu 85% eben ihr Geld in solchen Papieren gebunkert. Und das kann mal sehr gefährlich werden. Aber solange die Zentralbank so massiv als Käufer tätig ist, werden auch solche Mondpreise noch bezahlt. Aber man schafft damit ein Potjomkinsches Dorf. Das Problem ist nur, die Leute wollen ja gar nicht hinterfragen, sie wollen ja gar nicht aus dieser Komfortzone herausgezerrt werden. Weil der Glaube daran, dass dieses Potjomkinsche Dorf in Wirklichkeit eine Festung ist und gut dasteht und auch in 10 Jahren und 20 Jahren noch gut dastehen wird, dieser Glaube daran, der verschafft mir ja den weiteren Aufenthalt in dieser Komfortzone. Und solange diese Komfortzone noch diese Rückflugsstätte ist, haben Leute wie wir, die wir Mahner sind, für viele Mahner und Warner und so einsame Rufer in der Wüste, keine Chance. Aber ich sage Ihnen voraus, in den nächsten Jahren werden Zeiten anbrechen, wo die Augen geöffnet werden von ganz vielen Menschen. Da mir ein paar Sachen unheimlich wichtig sind heute und ich auf die Uhr gucken muss und eigentlich ist meine Uhr jetzt schon abgelaufen, also die für die Rede heute, ich hoffe, meine Lebensuhr ist noch nicht abgelaufen, aber ich möchte Ihnen unbedingt hier etwas sagen, weil das ist auch wieder exemplarisch hervorzuheben für die schlimmen Missetaten derer, die da in der Europäischen Zentralbank sitzen. Und ich empfehle Ihnen wirklich dringend, schauen Sie sich bitte in meiner YouTube-Seite Silberjunge mal das Video über die dunkle Seite der Europäischen Zentralbank an, wo ich Sie auch mitnehme zu einer Pressekonferenz. Ich habe Mario Draghi mit 2 Fragen konfrontiert im Oktober 2016 und ich wollte ihn im Januar diesen Jahres ansprechen auf die völlig fehlende Kontrolle der Europäischen Zentralbank. Es gibt keinerlei Kontrolle. Die Leute drumherum
Selbst seine Familienmitglieder und Mario Draghi höchst selbst genießen diplomatische Immunität. Kein Polizist, kein Staatsanwalt darf in das EZB-Gebäude rein, darf Einblick nehmen in Dokumente, selbst wenn es die schlimmsten Verdachtsmomente gäbe, in puncto Insider, beispielsweise Insidergeschäfte etc., ohne Genehmigung des Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Und der gibt sie natürlich jeden Tag. Ne? Es findet keine Kontrolle statt. Die EZB ist jetzt seit rund 2,5 Jahren zuständig für die Bankenaufsicht über die systemrelevanten Banken, also über die besonders großen Banken. Und selbst da lehnt sie eine Rechnungsprüfung ab, die auf nationaler Ebene überall gang und gäbe ist. Und sie sagt Nein und bezieht sich dabei auf ihre Unabhängigkeit. Meine Damen und Herren, wir haben weltweit unabhängige Zentralbanken geschaffen und das den Bevölkerung verkauft als positiven Aspekt, weil sie damit ja unabhängig sind von der Politik. Ja, wie unabhängig sie sind von der Politik, das sehen wir doch an dieser gigantischen Staatsfinanzierung, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. In Wirklichkeit sind diese Zentralbanken völlig abgehoben. Und ich sage es immer wieder, je näher sie an der Zentralbank sind, desto höher ist der Gewinn aus diesem Papiergeldsystem. Das gilt für die großen Investmentbanken. Aber meine Damen und Herren, das gilt für Sie genauso wenig wie für mich. Und hier zeige ich Ihnen, was bei Unternehmensanleihenkäufen alleine passiert. Die EZB besitzt inzwischen über 124 Milliarden Euro an Euro-Unternehmensanleihen. Wobei sogar von den über 1.071 Unternehmensanleihen von nicht-Euroland ansässigen Unternehmen stammen. Da gibt es also selbst Schweizer Unternehmen. Ich meine, die Schweizer sind ja vielleicht froh drüber, ne, dass auch die dann davon profitieren, aber Roche beispielsweise, Nestle, Glencore, alles Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die da profitieren. Aber ich will Ihnen das zeigen, weil das ein ganz elementarer Punkt ist. Sie sehen, die Rendite von dreifach B, und ich erkläre es sofort, gerateten Unternehmensanleihen mit 5-jähriger Laufzeit. Sie haben vielleicht mal was gehört, AAA, dreifach A, das ist das Top-Rating. Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland genießen ein solches Top-Rating. Dann gibt es darunter zweifach A, dann einfach A, dreifach B. Und unter dreifach B können Sie es jetzt positiv formulieren. Ach, das sind dann Hochzinsanleihen. Oder Sie sagen es und Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Sie sagen Junkbonds, Ramschanleihen. Hochriskante Anleihen, nicht wahr? Deshalb auch eine hohe Rendite, weil hohes Risiko. So, dreifach B gerettete Unternehmensanleihen sind gerade mal noch eine Ratingklasse über diesem Junkbond-Level. Und die Rendite, die diese Unternehmen inzwischen zu zahlen haben, liegt bei 0,4%. Bei 0,4%. Sagen Sie mir mal, ein mittelständisches Unternehmen, selbst bei dem wirklich eine hohe Umsatzrentabilität von 5, 6, 7, 8, 9, 10% erwirtschaftet wird, welches zu solchen Zinsen von seiner Sparkasse oder seiner Volksbank Kredit bekommt. Ich kenne keins. Und ich habe Mario Draghi deshalb vorgeworfen, dass diese Politik für enorme Wettbewerbsverzerrung sorgt. Führen Sie sich vor Augen und damit Sie sehen, dass ich sowohl hier als auch im Buch immer seriöse Quellen verwende. Ich besitze selbst ein Bloomberg Terminal und da zeige ich Ihnen hier die Auszüge. Und hier könnten Sie es also jetzt nachlesen, dass inzwischen per 10. November 2017 278 Euroland-Unternehmensanleihen, die sich im Besitz der Europäischen Zentralbank befinden, 278 dieser Anleihen von insgesamt 1043, das sind also fast 27% aller, haben eine negative Rendite. Und negative Rendite ist so, als wenn der Reiter das Pferd trägt, um ihn vor Augen zu führen. Das ist also ein auf den Kopf stellen der Normalität. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen von mir einen Kredit auf und ich zahle Ihnen sogar noch Geld dafür, dass Sie das tun. Merken Sie was? Also Sparen wird dann nicht mehr belohnt. Und in einer Gesellschaft, in der Sparen nicht mehr belohnt wird, wie ist es denn da dann noch um die Herrschaft des Rechts und um so viele andere Dinge bestellt? Ich sage Ihnen, das System heute bei dieser Lage verträgt immer weniger die Wahrheit. Und diese finanzielle Repression und die Repression gegen die freie Meinung, die Sie alle, wie ich, am eigenen Leib sicherlich schon erfahren haben oder noch erfahren werden. Und dass die Infamie der Staaten immer mehr unsere Fantasie übersteigt, das kommt alles nicht von ungefähr. Wenn man diese Dinge kennt, dann weiß man, warum das so ist. Und mit Ihrer Erlaubnis würde ich Ihnen jetzt ganz gerne noch 3, 4 Charts einfach in der schnellen Abfolge zeigen, weil ich weiß, ich muss jetzt zum Schluss kommen. Aber nur damit Sie sehen, was ich hier meine. Sie sehen hier, wie aufgebläht die Zahl der Milliardäre ist. Wir hatten Mitte der 70er Jahre einen, Anfang der 80er Jahre 8, heute haben wir über 2000. So, ich sage dann immer so ein bisschen flapsig, glauben Sie, dass die heute alle viel clever sind? Dass sie viel clevere, intelligentere Geldmanager haben.
Ja, gehen wir weiter. Der Intelligenzquotient, zumindest auf der Basis der Auswertung dieser US-Universität, und die verbreiten ja sicher keine Verschwörungstheorien, der soll hier über die Jahrzehnte, wie Sie sehen, fallen. Also daran kann es nicht liegen. Da haben Sie jetzt mitbekommen, das teuerste Gemälde der Welt wurde jetzt jüngst bei einer Auktion für 450 Millionen Dollar. 450 Millionen Dollar an jemand anders weitergegeben. Das teuerste Gemälde im Jahr 1981 kostete gerade mal lächerliche 6 Millionen Dollar. 6 Millionen Dollar. Kennen Sie noch die 15 Sonnenblumen von Van Gogh, 1987 von einem japanischen Konzern noch ersteigert? Die kosteten damals fast 40 Millionen Dollar. Heute 450. Da sehen Sie, wie alles aufgebläht ist. Und wir gehen weiter in einer schnellen Abfolge. Hier sehen Sie mal, da gibt es von der UBS, die kennen Sie alle, oder? Das ist so eine Schweizer Großbank, habe ich mir sagen lassen. Da gibt es diesen Blasenindex für den Immobilienmarkt. Und da sehen Sie mal, wo beispielsweise so eine Stadt wie München ist, eine Stadt wie Stockholm ist, eine Stadt wie Toronto ist. Da sagt selbst die UBS nach diesem Blasenindex, da ist Gefahr im Verzug. Das will aber auch draußen keiner hören. Das kann auch eine längere Zeit weitergehen. Jetzt schauen Sie sich das mal eben an, meine Damen und Herren, ganz schnell. RS steht für rechte Skala. Da sehen Sie in Milliarden US-Dollar das Finanzvermögen der US-Bürger abgetragen. Und das sind Zahlen der US-Notenbank. Die habe ich mir nicht irgendwie rausgeschnitzt oder so. Nein, sind Zahlen der US-Notenbank. Und die blaue Linie orientiert sich an der linken Skala hier. Und die stellt dieses Finanzvermögen in Prozent dieses Bruttoinlandsprodukts der USA dar. Und das erkennen wir alle. Das sieht selbst der Blinde mit dem Krückstock. Also wir waren immer beim 4- bis 5-fachen, wie Sie sehen können. Und jetzt sind wir inzwischen beim weit über 12-fachen. Es ist so aufgebläht wie noch nie zuvor. Und Sie sehen das an den Aktienmärkten, wenn Sie sich den Marktwert aller US-Aktien anschauen. Hier sehen Sie vorher nochmal das Nettovermögen der privaten Haushalte in den USA. Auch alles Zahlen der US-Notenbank in Prozent der verfügbaren Einkommen. Linke Skala, blaue Linie. Sie sehen hier, wir sind inzwischen hier so aufgebläht wie noch nie zuvor. Aufgeblähter als vor der letzten Weltwirtschaftskrise. Hier sehen Sie eben den Marktwert der US-Aktien. Da sind wir noch ein paar Prozentpunkte entfernt von den Werten, die wir eben zur Jahrtausendwende hatten, als wir diese gigantische Aktienblase gesehen hatten, als alle Menschen nach dem neuen Markt fragten. Heute ist es so, im Fitnessstudio werde ich eher nach Kryptowährungen gefragt. Das ist fast so wie damals im Fitnessstudio, als es um neue Marktwerte ging, wo man gesagt bekam, du bist doch Investmentbanker, willst du mir nicht irgendwie mal so, ich sag mal, für 10.000 Euro Aktien kaufen? Ja? Und hier sehen Sie, in welchem Schuldenmeer wir baden. Und mit diesen negativen Renditen, da geht natürlich noch alles weiter. Ich weiß, dass ein Nachredner gleich noch über das Bargeld, so viel darf ich verraten, über das Bargeld sprechen wird, von daher will ich da jetzt mal nicht so viel sagen. Ich möchte nur sagen, geben Sie nichts drauf, was die US-Notenbankchefin vor einigen Wochen, nämlich im Juni diesen Jahres, gesagt hat, dass sie davon ausgeht, dass wir wohl zu unseren Lebzeiten, und sie ist jetzt 70 Jahre alt, also so in den nächsten 10 Jahren, werden wir nach ihrer Auffassung keine Finanzblase mehr bekommen. Naja, der Keynes, der hat 1927 auch mal gesagt, wir werden in unseren Lebzeiten keine neue Krise bekommen. Sie wissen, 1929 oder vielleicht wissen Sie es jetzt, 1929 begann eine große Weltwirtschaftskrise. Und wie Sie sich auf Zentralbanker verlassen können, Bernanke, seine US-Notenbank, hat also noch im Januar 2008 gesagt, Sie sehen keine Rezessionsgefahr. Und dann wissen Sie, was noch einige Monate später begann. Ich könnte jetzt noch vieles dazu ausführen. Lassen Sie mich zum Schluss eines sagen, nämlich, weil ich gerade Kryptowährungen angesprochen habe. Und ich will das jetzt für Sie vielleicht nochmals abrunden, weil es mir auch wichtig ist, auch im Buch, im ersten Teil die politischen Aspekte, die Bedrohung unserer Freiheit zu benennen und im zweiten Teil des Buchs eben auch zum Thema Vermögensschutz etwas zu sagen. Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb. Denken Sie bei Bitcoins mal über Folgendes. Ihnen kann auch heute noch keiner ausschließen, dass nicht vielleicht sogar Nachrichtendienste hinter der Entwicklung von Blockchain und Kryptowährungen stehen. Ich sage Ihnen, dass alleine der Marktwert von Kryptowährungen insgesamt von rund 17 Milliarden US-Dollar zum Jahresanfang auf, ich glaube, jetzt 240, 250 Milliarden Dollar angestiegen ist. Das heißt nicht, dass auch in dieser Größenordnung wirklich Kapital in Bitcoins geflossen ist. Ja? Wie viel genau, kann Ihnen niemand sagen. Niemand. Aber da fließt viel rein. Ich weiß von Edelmetallhändlern, dass Leute sogar Gold verkaufen, um dann damit eben in Kryptowährungen investieren zu können. Ich weiß von Ärzten, die bereits irgendwie Studenten beauftragen, sagen wir so 100.000 Dollar in Kryptowährungen einzusetzen. Das höre ich alles. Das vergleiche ich gern mit dem neuen Markt. Führen Sie sich bitte nur vor Augen, dass diese Kryptowährungen
so gehypt werden, dass sie immer mehr zu einem Staubsauger, und achten Sie jetzt bitte wirklich genau auf das, was ich sage, dass sie immer mehr zu einem Staubsauger für das Kapital, für die Geldmittel von freiheitsliebenden und papiergeldkritischen Investoren werden. Und denken Sie selbst nach. Kryptowährungen können noch richtig abgehen. Die Bitcoins können auf jetzt 10.000 gehen, da sind sie gar nicht mehr weit von entfernt. Die können auf 50.000, auf 100.000, ja auf 1 Million gehen. Ich weiß es nicht. Aber sie haben keinen inneren Wert. Und if you can't touch it, you don't own it. Das fällt mir dazu ein. Wer Bitcoins dennoch kaufen möchte, soll das tun. Ja, ich will hier keinem, weil das ist die Freiheit. Jeder muss selbst entscheiden, was er für richtig hält. Bedenken Sie bitte, Gold und Silber haben über Jahrtausende hinweg immer eine Geldrolle gespielt. Denken Sie an Gold und Silber, weil wenn es zu hoher Inflation kommen sollte, und darüber könnte ich jetzt, aber das mache ich jetzt mal nicht, ich könnte Ihnen zeigen, wie die Erzeugerpreise weltweit zulegen, wie immer mehr so ein Inflationsgemisch entsteht. Kaum einer glaubt nur noch an Inflation, aber das ist so wie mit einer Ketchupflasche. Wenn Sie beim ersten Mal die geschüttelt haben, dann kommt noch nichts raus. Wenn Sie beim zweiten Mal sie geschüttelt haben, dann ist immer noch nichts. Aber spätestens beim dritten oder vierten Mal haben Sie dann meistens eine große Ketchup-Pfütze vor sich und dann ist es zu viel. Und so kann es auch bei der Inflation sein. Gold und Silber sichern mich ab gegen eben Inflation. Aktien helfen, solange die Inflation nicht völlig aus dem Ruder gerät. Auch Aktien sollten eine Rolle spielen. Haben Sie auch auf jeden Fall Cash, weil eines möchte ich zum Abschluss sagen und damit möchte ich wirklich zum Ende kommen. Lassen Sie nicht zu, dass Sie zu Geiseln der Banken werden. Also diejenigen, die Ihnen einreden, hohe Schulden aufnehmen und Sachwerte kaufen, wenn Ihnen Folgendes passiert, und das muss ich zum Abschluss noch sagen dürfen, wenn die US-Notenbank im nächsten Jahr die Leitzinsen nochmal 2-3 Mal anhebt. Wissen Sie, während Obama Präsident war, hat man sie nur einmal mickrig angehoben. Seit der Wahl von Trump am 8. November letzten Jahres hat man sie Mitte Dezember 2016 angehoben, im März 2017, im Juni 2017. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird man sie im Dezember 2017 anheben. Goldman Sachs geht von weiteren 3-14 Schritten im nächsten Jahr aus. Und ich befürchte, dass die meisten von Ihnen das jetzt das erste Mal hören, das ist kein Vorwurf, aber ich halte ja viele Vorträge, sie verkürzt auch ihre Bilanzsumme. Das heißt, wenn jetzt gekaufte Wertpapiere, Staatsanleihen, andere Papiere, die die US-Notenbank in den letzten Jahren erworben hatte, fällig werden, dann hat sie bis September immer die volle Summe reinvestiert und somit ihren Wertpapierbestand verteidigt. Jetzt hat sie im Oktober begonnen, eine Bilanzverkürzung jeden Monat zu machen, nämlich einfach weniger Wertpapiere anzukaufen. Die Bilanzsumme wird jetzt jeden Monat um 10 Milliarden Dollar abgeschmolzen. Im ersten Quartal wären es 20, im zweiten wären es 30, im dritten wären es im vierten Quartal nächsten Jahres werden wir bei 50 Milliarden Dollar ankommen. Bei 50 Milliarden Dollar. Und wenn die US-Notenbank diesen Kurs weitergeht, dann kann sie diese Blasen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, anstechen. Und deshalb ist es wichtig, dass sie nicht alle Eier in einen Korb legen, also nicht nur Silber kaufen, nicht nur Gold kaufen, auch nicht nur die Kryptos unter uns hier, die Bitcoin-Jünger, nicht nur Kryptowährungen kaufen, natürlich auch nicht nur Cash halten, weil Cash kann ganz schnell untergehen. Ja. Und das an der Stelle, ich habe Ihnen heute dieses Zitat gebracht von Edward Snowden, bedenken Sie das bitte und deshalb sage ich es Ihnen nochmals zum Bargeld, ja. Wenn man sagt, die Privatsphäre ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen, dann ist das so, wie wenn man sagt, die Redefreiheit ist mir egal, ich habe nichts zu sagen. Denken Sie darüber nach. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie mir viel länger Zeit gespendet haben. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein durfte und Ihnen alles Gute und lassen uns alle eine Leuchtfackel für die Freiheit sein. Vielen Dank. Dankeschön. Das tut gut. Danke. Vielen Dank, Thorsten Schulte. Ja, danke. Wunderbar. Mal auch etwas für die Fachleute unter uns. Ich hatte ein bisschen Déjà-vu, als man da erzählte von diesem Versteckspiel, dieser Immunität, die da die ganz Großen genießen, habe mich ein bisschen an den Schulhof erinnert. Hat man gespielt, gesagt, Peng, du bist tot. Nein, ich lebe noch, ich bin unverwundbar. Das sind einfach wie große Kinder, nicht? Aber hier geht es ganz um krass große Dinge. Aber eins ist mir klar, die Art, wie sie angegriffen werden, angefochten werden in der Öffentlichkeit, das Buch ist wichtig. Das Buch ist wichtig. Danke. Das muss man lesen. Ja? Danke. Vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank. Danke.